Markus Söder bleibt stoisch, als kurz nach 18 Uhr die ersten Hochrechnungen bekannt werden. Der bayerische Ministerpräsident hat mit einer herben Niederlage seiner CSU rechnen müssen. Nun ist sie eingetreten. Die CSU hat das schlechteste Ergebnis seit 1950 eingefahren. Wir nehmen das Ergebnis auch an, auch mit Demut. Und wir werden aus dem Ergebnis auch Lehren ziehen müssen. Wir müssen es genau analysieren. Trotz allem vom ewigen Zwist zwischen Söder und Bundesinnenminister Seehofer ist heute nichts zu spüren. Keine Schuldzuweisungen, keine Selbstkritik nach dem jähen Absturz der CSU. Seehofer findet für alle nur lobende Worte. Ich habe zu danken als Parteivorsitzender für den famosen, einsatzfreudigen Wahlkampf, den unsere Basis, den unsere Mitglieder insgesamt geführt haben über viele, viele Wochen hinweg. Ganz besonders möchte ich Danke sagen unserem Spitzenkandidaten und Ministerpräsidenten Markus Söder. Was eine Wahlparty der Sozialdemokraten in der Münchner Szenekneipe Schlachthof sein sollte, ist wohl eher ein Trauerspiel. Die SPD hat mehr als die Hälfte ihrer Stimmen verloren und damit ihre Position als zweitstärkste Kraft in Bayern. Die Spitzenkandidatin Natascha Kohnen scheint als Konsequenz ihren eigenen Rücktritt nicht auszuschließen. Wir haben heute auch schon im Landesvorstand, in unserem Gremium, telefoniert. Und ich habe deutlich gemacht, dass wir über alles reden. Und damit meine ich auch über alles. Jubel und Konfettiregen bei den Grünen. Sie sind die Wahlsieger dieses Abends und landen hinter der CSU auf Platz 2. Mit ihrem Spitzenduo Katharina Schulze und Ludwig Hartmann haben sie mit Umweltthemen gepunktet und ihrem Appell für ein tolerantes und gleichberechtigtes Leben in Bayern. Dieses Bayern braucht wieder eine politische Partei, die endlich die Probleme der Menschen löst und nicht ständig neue Probleme produziert. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, hat dieses Landtagswahlergebnis Bayern jetzt schon verändert. Dafür vielen, vielen Dank! Auch sie gehören zu den Siegern, die Freien Wähler mit ihrem Spitzenkandidaten Hubert Aiwanger. Mit über 11% erreichte die bürgerlich-konservative Partei ein Rekordergebnis. Aiwanger hat umgehend kundgetan, dass er neben der CSU auf der Regierungsbank Platz nehmen möchte und klargestellt, was dann anders laufen muss. Wir sind die Partei der ganz normalen Leute, die Partei des ländlichen Raums, des Mittelstands. Diese Themen müssen sehr viel mehr kommen, nicht nur Hirngespinste. Mit knapp über 5% steht die FDP auf der Kippe. Noch bangen die Liberalen, ob sie nach 5 Jahren Abwesenheit wieder den Einzug ins bayerische Parlament schaffen. Wir werden heute noch viele Stunden hier gemeinsam verbringen. Wir werden heute noch das ein oder andere Bierchen miteinander trinken. Und werden uns freuen, wenn die Prognosen sich dann mit jeder Stunde ein bisschen hocharbeiten und wir dann irgendwann durchatmen können. Mit viel Pomp und Pathos feiert die AfD in Deggendorf. Sie haben zwar den Einzug in den Bayerischen Landtag geschafft, aber schlechter abgeschnitten als erhofft. Die zerstrittenen bayerischen Rechtspopulisten landen hinter den Freien Wählern auf Platz 4. Wir sind die natürliche Nachfolgepartei der CSU. Wir stehen für unsere Traditionen, unsere Familien und für unser Bayern. Trotz der Wahlschlappe, die CSU und der bayerische Ministerpräsident wollen weiter regieren, am liebsten mit den Freien Wählern. Nach ersten Hochrechnungen könnte das knapp klappen.